So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play F-Zero X. Nun sind wir schon bei King Cup angelangt. Und da wird es sehr schnell verlaufen. 3, 2, 1. Also das ist echt schlimm, wenn immer auf der rechten Seite den schwarzen Balken zu sehen ist. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, dass ich da immer was verschieben muss und so. Quer-Turbo-Kill! Weil ich bin ja auch kein Perfektionist. You got boost power! Das war knapp. Aber es hat natürlich viel Energie gekostet. Also mit Fliegen hat das nicht so. Was seht ihr? Finish! So, dann machen wir weiter mit Silence. Also in diesem Part werden Tipps und Tricks gezeigt, wie man schneller ans Ziel kommt. 3, 2, 1. Dum 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 d
Aber seid gewarnt, hier sollt ihr nicht mehr so schnell sein. Weil dann fliegt ihr an dieser Stelle sofort aus der Bahn. Habt ihr das gesehen? Gut, dass ich vorher abgebremst habe. Verdammt! Finish! Full split! Ding! 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 2, 1. Oh, das war wieder kein Double Kill. Auch das nicht. Ja, da kann ich leider auch nichts machen. Weil es einfach hier viel zu eng ist. You got boost power. Verdammt. Oh, das hat doch ausgereicht. Gott sei Dank. Weil an dieser Stelle könnt ihr ja fliegen. Aber dafür müsst ihr auch präzise landen können. Also ich finde es auch nicht so schön, dass ich da die Kontrolle verliere. Weil es verlangsamt einem so drastisch. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Ding 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 ding
Booster Booster! Also ich sollte hier kein Blödsinn machen. Das war's auch schon wieder von Kinka. Ich hoffe, ihr habt in diesem Part was draus gelernt und beobachtet, wie ich die Tricks angewendet habe. Und das könnt ihr auch gerne in eurem F-Zero X Spiel verwenden. Nur wenn ihr es möchtet. Ist ja kein Zwang. Weil auf Novice könnt ihr auch ohne diesen Tricks gewinnen. Da müsst ihr einfach schnell genug sein. Ja, ich hoffe, euch hat diesen Tipps und Tricks geholfen. Damit könnt ihr gerne mit Daumen hoch bewerten, damit alle informiert sind, dass in diesem Part was anderes ist im Vergleich zu den anderen Cups. Da kann man halt nicht so gut cheaten. Ja, außer man benutzt Tool Assistments. Da ist es alles möglich. So, dann fehlt uns nur noch den Joker Cup. Und dann kommt demnächst wieder den X-Cup. Und darauf freue ich mich, ihr hoffentlich auch.
Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.